Hallo Leute, willkommen bei meiner Wenigkeit zu diesem weiteren Unreal Engine 4 und 5 Tutorial. Warum 4? Weil ihr das ganze Tutorial natürlich in der Unreal Engine 4 1x1 genauso anwenden könnt, weil sich hier nichts geändert hat. Deswegen, ich habe jetzt erstmal hier eine neue Karte erstellt und heute geht es um pulsierende Materials. Also sprich, ich habe hier diesen Tutorial Pulsing Mat Ordner, der jetzt auch für die Kanalmitglieder natürlich wieder in dem Community Beiträgen drin sein wird zum Runterladen. Also wenn du Community Mitglied bist, beziehungsweise Kanalmitglied bist, dann kannst du das easy peasy runterladen. So, ich habe also hier die Map erstellt, das müsst ihr nicht, aber wir haben hier diesen Würfel eingefügt, damit wir das gleich mal sehen können, wie dieses pulsierende Material funktioniert. Um so einen Würfel einzufügen, die Leute, die es nicht wissen, könnt ihr einfach hier oben links auf Create drücken und dann auf Shapes. Unter Shapes können wir dann auf Cube drauf drücken und ihr fügt automatisch diesen Würfel ein. Wunderbar, oder? Aber kommen wir jetzt zum Wesentlichen und zwar zu dem Material. Also, wir machen einen Rechtsklick in den Content Browser und klicken auf Material. Wenn wir das Material erstellen wollen, dann nennen wir das und zwar M-Mat oder also Mat-Unterstrich oder M-Unterstrich, ist euch überlassen. Ich nenne das jetzt mal Pulse Material. So, weil das ganze Material soll heute pulsieren, also so 0%, 10%, 25%, 50%, 100%, von 100 wieder auf 50 runter, dann direkt wieder 25, 10 und 0%. Also ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Kurve, ja, wie Mathematikunterricht, Kurvendiskussion für die Leute, die sich erinnern, einfach so eine wunderbare Kurve. Und wenn ihr das mit der Unreal Engine vergleicht und die Kurvendiskussion, dann macht es dem einen oder anderen mehr Spaß, als einfach nur die Kurvendiskussion sich im Kopf hervorzustellen. So, egal. Wir werden hier einen Rechtsklick drauf machen, wir benötigen jetzt erstmal irgendeine Farbe. Wenn ihr diese Farbe verändern wollt, also über ein Blueprint oder eine Material Instanz, brauchen wir meistens einen Vektor. Beziehungsweise Parameter. Sorry, kein Vektor, sondern ein Parameter. Wir geben einen Vektorparameter. Vektor setzt uns eine, ich sag mal, statische Farbe. Und der Parameter sorgt dafür, dass wir diesen Wert in Blueprints oder in Material-Instanzen ändern können. Wie das funktioniert, werde ich euch irgendwann mal zeigen in einem nächsten Tutorial oder vielleicht in einem darauffolgenden irgendwann Tutorial. Wenn ihr euch sowas wünscht, schreibt es gerne unten in die Kommentare. So, wir nennen das Ganze jetzt hier erstmal Farbe. Also das hier ist ein Vektorparameter. Ganz einfach, ich zeige es euch nochmal. Vektor eingeben, dahinter Parameter direkt schreiben und hier ist der Vektorparameter unter der Kategorie Parameter. So, das haben wir, das verknüpfen wir jetzt mit Base Color und es ist immer noch schwarz, oder? Das ist ja schlimm, weil wir sehen ja nichts. Es ist ja nicht hell, nicht farbig, es ist einfach nur schwarz. Das bedeutet, wir werden nachher auf der Immersive Map, mit der wir arbeiten werden, nichts sehen. So, wir klicken also hier drauf. Unten links unter Material Expression Vektor Parameter klicken wir auf die schwarze Fläche und sagen jetzt statt schwarz soll es zum Beispiel, sagen wir mal, rot sein, wenn wir so eine Art Alarmeffekt machen wollen. Wir machen es rot, das sieht doch schon mal gut aus und das ist dann schon soweit so mal oder unser wunderbares Material. Egal, jetzt verknüpfen wir das Rote mit der Immersive Color. Und jetzt leuchtet das Ganze auch schon. Wir klicken also oben links auf Save und jetzt haben wir schon mal unser Grundmaterial, so blöd es sich anhört. Das ist nämlich schon eigentlich unser Grundmaterial. So sieht das Ganze aus. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich jetzt in den Lit-Modus hier oben gehe und die ganze Szene beleuchtet ist. Sieht noch nicht spektakulär aus, kommt jetzt aber noch. Also, wir gehen wieder unser Material rein und diesmal werden wir jetzt nur kurz eine kleine Sache hinzufügen. Und zwar, wir ziehen Immersive Color raus und sagen jetzt Multiply. Also, ihr gebt hier oben Multiply ein. Klicken auf Multiply und connecten das. Das sieht eigentlich schon mal relativ in Ordnung aus, aber jetzt kommt es. Und zwar gehen wir jetzt ein bisschen weiter nach links und werden Rechtsklick machen und sagen Time. Und zwar die Time-Note, die ist eine Note, die auf Zeit basiert, logischerweise auf einer Periode von Zeit. Also auf einer Zeitperiode, so gesehen. Jetzt als nächstes werden wir Time rausziehen und Sine sagen. Sine ist nichts anderes als eine mathematische Funktion. Aber ihr könnt euch das Ganze auch so vorstellen, ich zeichne euch das ganz einfach mal auf. So, bam, und so. Ich hoffe, das Textur funktioniert jetzt. Letztes Mal ging das nicht so gut. Wir haben hier letztendlich einen Graphen. So. Und unser Licht ist hier unten da bei 0, okay? Und hier oben bei 100%, okay? Und das heißt, diese Reihe würde T heißen. Das heißt, wir haben hier T und hier haben wir, ich sag mal, Prozent, ja? Das bedeutet, wir starten hier bei 0, gehen hoch auf 100% von der Leuchtintensität, gehen wieder runter auf 0 und gehen wieder hoch auf 100%. Also wie wirklich eine simple mathematische Kurve. Das bedeutet, dass wir hier letztendlich dann 100% haben und hier letztendlich 0%. Und das hier ist wie gesagt die Zeit und das hier ist letztendlich die Leuchtintensität von 0 bis zu 100. So, egal. Ich hoffe, ihr habt das jetzt kapiert. Ich schätze mal schon, es ist eine sehr simple Sache. Wenn nicht, dann stellt gerne Fragen. Und jetzt haben wir hier Sine und hier haben wir eine Periode, okay? Und diese Periode ist letztendlich die Leuchtkraft bzw. die Dauer davon. Also in einer Sekunde sollst du von 0 auf 100 oder in zwei Sekunden sollst du auf 0 auf 100. Wir werden uns das gleich mal anschauen. Wir connecten also jetzt unseren Sine-Wert mit unserem Multiplier-B-Input und passt mal auf. Seht ihr, was passiert?
Und wenn ihr mich jetzt das nächste Mal fragt, ey Sky, wie mache ich jetzt irgendein Alarmlicht oder wie mache ich irgend so ein Blinklicht von Hochhäusern oder von so einem Empfangsturm, von so einem Transmitterturm oder was weiß ich, von einer Trasse, von einer Stromtrasse, dann wisst ihr jetzt Bescheid, denn so sieht das Ganze aus. Und das Coole ist, wir können natürlich auch noch jetzt hier die Periode ändern. Das heißt, ich klicke auf Sign drauf und stelle das jetzt hier mal auf 2 und ihr verdoppelt die Zeit. Seht ihr das? Das hier wäre so das perfekte Blinklicht letztendlich für zum Beispiel ein Hochhaus oder einen Hochspannungsmast oder so eine Leitung oder keine Ahnung für einen Funkmast oder irgendwie sowas. Und das ist genial, das können wir natürlich in jeder Farbe machen. Was wir jetzt noch machen könnten, wenn ihr die Leuchtintensität noch ein bisschen erhöhen wollt, das ist auch übrigens gar kein Problem. Wir connecten jetzt B mit Sein, also wir disconnecten das, dafür drücken wir Alt auf der Tastatur und klicken auf den jeweiligen Input oder Output drauf. So, wir ziehen das hier raus und sagen Multiply. Wenn ihr direkt einen Multiply machen wollt, könnt ihr auch die M-Taste gedrückt halten und dann einfach einen Linksklick irgendwo hin machen. Seht ihr das? Wir können dann überall hier Multiplier spawnen. Nur als kleiner Tipp, Shortcuts sind immer wichtig. Wir connecten also den B-Input mit Sein. Und hier das werden wir jetzt mal mit einer Konstanten machen. Ihr könnt auch einen Skalarparameter nutzen. Ich drücke jetzt, also ich halte die 1 auf der Tastatur gedrückt, die 1 und Linksklick. So, das hier connecten wir jetzt damit und sagen jetzt hier 100. Und jetzt haben wir eine Leuchtkraft von 100. Ihr seht schon. Sehr schön. Und das war's eigentlich. Ich meine, wir können das natürlich jetzt noch modifizieren mit Noise und mit dies und das. Und auf diese Art und Weise können wir auch so eine Art Star Trek Warp-Kern machen oder was auch immer da für ein Pendant zu Star Trek gibt, das weiß ich, zu Star Wars gibt, weiß ich jetzt nicht. Aber ihr seht schon, das hier ist jetzt unsere Leuchtkraft und ich denke, das ist verdammt genial. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich hoffe, euch hilft es weiter. Wenn ihr weitere so kleinere Videos haben wollt, wie man hier und das, dies und das im Material Editor machen wollt oder kann, ich bin gerade so blöd zum Reden, kann, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Fragen und so weiter und so fort auch in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr neu dabei seid, lasst gerne ein Like und auch gerne ein Abo. Darüber freue ich mich immer. Und tut auch gerne die Glocke aktivieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Livestream immer sonntags um 20 Uhr oder manchmal einfach so in der Woche. Deswegen immer schon die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Und natürlich könnt ihr auch gerne mir auf Instagram followen oder auf Twitter. Obwohl, auf Twitter bin ich kaum aktiv, aber auf Instagram. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal bei meiner Wenigkeit, der Sky. Und zu diesem wunderbaren Blinklicht-Tutorial. Ciao, ciao.